Danke, dass du unsere verschwundenen Waffen gefunden hast, Brenoir. Sie seufzte erleichtert auf. Fast hätten wir die Esse einen Tag lang ruhen lassen müssen, weil wir kein Material hatten. Und wir würden nur ungern herausfinden, was passiert, wenn wir unsere Quoten nicht erfüllen. Wer weiß, was wir ausgesetzt wären, wenn obendrein noch der Verlust dieser Waffen hinzukommen würde. Wir müssen alles reparieren und zurück in die richtigen Hände bringen. Sie lachte, aber es ist kein Humor, dahin zu hören. Na gut, ich muss weg. Wir haben jetzt Faustschlaghandschuhe. Beschwert bei kritischen Treffern mit Waffe. Gegner verglichen mit Ausdauer niedergeworfen. Reichweite. Unterbrechendurchschnitt 2 Sekunden. Schmetter- und Feuerrüstung. Dafür keine Stich und Frost. Wo steht denn das? Also ja, ich sehe auch ziemlich stabil aus. Oder sind das einfach irgendwie Durchschnittswerte? Sind wohl einfach Durchschnittswerte. Achso, ja, 0 Rüstung 2,5 bis auf Schmetter- und Feuerrüstung, da gibt es 0 drauf und auf Stich und Frost gibt es 5 drauf. Ah ja. Dann gehen die erstmal wieder hier rein. Ich weiß aber echt nicht, ob ich bei schwerer Rüstung bleiben will oder ob ich mich wieder auf leichte Rüstung verlasse und Beric die schwere überlasse. Auf jeden Fall will ich seine Sachen mal alle auf blau bringen, wenn wir das nächste Mal in die Schmiede gehen. Was ja jetzt der Fall sein wird. Also jetzt gehen wir erstmal zum anderen Turm, um dort Lyra einzusacken und... Ja. Jetzt mal kurz gucken, wie es bei unserem aktuellen Turm aussieht mit dem Fortschritt von der Forschung, die ich da aufgegeben habe. Ob sich da schon was getan hat. Fast fertig. Wissen, Feuer und Frost und Blitz beherrschen. Die werbe ich auf jeden Fall mal an. Feuer beherrschen und Emotionen beherrschen. Die wäre auch nicht schlecht, aber... Ah doch. In dem Turm, was könnten wir da noch anwerben? Die Essensration, Waffen. Rast. Ah doch, dann werbe ich sie mal an, auch wenn das einen Silberring, Eisenring kostet. Und wen noch? Einzigartige Gegenstände. So, da sind die beiden Türme schon mal voll. Ich überlege gerade, was geht schneller, hier reinzugehen und... Nö. Da müssen wir nämlich da rein, müssen in die Runenhalle und müssen dann auf den Turm hoch. Da bin ich schneller, wenn ich hier schnell geradeaus laufe und über die Karte auf den Turm hochsteige. Tötet im Schatten hat auch die meisten Lebenspunkte übrigens.
Ja, willst du wirklich sofort dahin reisen? Ja, will ich. Okay. Wen haben wir hier alles? I got it. Turmarbeiter. Du bist besonders. Eine Magierin durchstöbert mit einem amüsanten Gesichtsausdruck die Bibliothek. Es dauert eine Weile, bis sie dich bemerkt. Hm, Schicksalsbilder. Ich habe mich schon gefragt, wann ich meinen Gönner kennenlernen würde. Sie verbeugt sich. Viel ja von den Eisengeborenen. Bevor du mich fragst, was eine Schmiedin an einem Ort so weit von der Schmiede verloren hat. Nun ja, ich habe eine Pause von den Schmiedearbeiten angelegt und diese Bibliothek entspricht zurzeit meinem Geschmack. Was hast du vor, jetzt da du hier bist? Ich brauche eine Auszeit von den Kriegsbemühungen. Die gleichen Schwerter und Helme fertigen unseren Intellekt und unsere Kunst nutzen, um eine Armee auszustatten. Sie schaudert. Wir Eisengeborenen sind Meister unseres Handwerks, aber wir sind Künstler im Herzen und dieser Krieg hat unsere Talente missbraucht. Ich möchte mehr Zeit mit diesen Büchern verbringen, mich daran erinnern, was ursprünglich mein Interesse für das Arkane geweckt hat. Dich zu unterweisen sollte ein ähnliches Ziel erreichen, obwohl ich das erst sagen kann, wenn wir damit beginnen. Dann lass uns über Magie reden. Feuer beherrschen. Ich kann 5 Ränge. Feuer beherrschen wäre eigentlich ganz gut. Auch bei Laundry. Und bei Beric auch. Gut. Dann haben wir hier Puppe. Hi, oho, hihi, haha. Die Blutkatorin lacht und springt herum. Sie tanzt irre und ohne Rhythmus. Was jetzt? Was soll das? Ich bin gekommen, um dir zu helfen, mein Guter. Never stimmen, befahl mir den Turm hoch hinauf zu klettern und den glorreichen Schicksalsbilder von Tunon zu finden. Jetzt bin ich hier. Sie breitet die Arme aus. Ich bin Puppe und mein Meister hieß mich, dich zu unterhalten und dich auf Zack und kampfbereit zu halten. Möchtest du gerne einmal mit dem Jonglieren von Feuerbällen versuchen, oder sollen wir Geschichten austauschen und uns in den Schlaf fallen? Lass uns üben. Ah, sie kann bis 150 steigern. Das ist gut zu wissen. Brauchen wir aber alles nicht. Right. Du bist nur ein Turmarbeiter, du bist Lyra, Irina. Zeig mir, was du zum Verkauf anbietest. Ein Haufen teure Sigillen. Ein Akzent. Das sind alles Akzente hier. Hm? Elegante Halskette, Auftretensskill, Stab des Mysteriums. Asche. Das wäre ein verdammt guter Stab. Obwohl der da noch besserer Stab wäre. Für Sirin. Hm. Obwohl Asche hat. Feuertreffer. Feuerbeherrschung. Der Stab des Mysteriums. Illusion beherrschen, Magie. Nee, lassen wir das erstmal. Lyra. At your service, Fatebinder. What do you need? Ich bräuchte eine Mörderin. I suppose I'd hate to deprive you. I will return to our holdfast at once. So, Lyra kriegt ein Level up erstmal. Eins nur. Bögen. Bräuchte sie mal Stärke. Könnte sie sowieso gebrauchen für Angriffsstärke. Ne, machen wir erstmal hier fertig. Wenn Lyra besiegt wird, greift sie sofort alle Feinde in der Nähe an. Lyra erhält einen Bonus auf leichte Trefferpräzision und die leichte Trefferabwehr.
Rausch der Wüter. Spanferkel. Nehmen wir erstmal die Schutz hier und dann kommt noch Blutrausch dazu. Und dann können wir ja mal auch ein bisschen im Fernkampf sie stärken. Ah, sie ist wenigstens kurz vor 13. Kampfhaltung ausweichen. Kampfhaltung auf Genauigkeit und auf Bogen wechseln, bitte. On it. So. Ja, das müsste mehr als genügen. Eine Weise durchstöbert die Stapel in der Bibliothek, reibt sich erwartungsvoll die Hände. Sie anspringen und die Angst einjagen, dich räuspern. Sie reißt panisch die Augen auf und murmelt eine schnelle Beschwörung. Deine Sicht wird unscharf und plötzlich scheint es, als stünden mehrere Aufgaben der Weisen herum. Sie blicken dich alle mit einem nervösen Gesichtsausdruck an. Manche stehen bereit, um einen weiteren Zauber zu wirken, während die anderen linkisch an ihrer Garderobe herumfummeln. Was tust du hier? Sie alle kreischen gleichzeitig. Schickst das Binder Benno hier zu deinen Diensten. Oh, ich fürchte, ich kenne dich nur aus Beschreibungen und die Stimmen nicht unbedingt. Einen Augenblick Geduld, bitte. Die versammelten Weisen betrachten eine der identischen Sprecherinnen mit einem Gesichtsausdruck von Zweifel und Besorgnis. Die Weise wedelt mit ihrer Hand und ihre Doppelgänger lösen sich in Nebel auf, bis sie von einer Brise fortgetragen werden. So ist es besser. Du musst mir verzeihen, dass... ist ein alter Verteidigungsmechanismus gegen die Wüstlinge, die in der Wellungszitadelle das Sagen hatten. Ich stehe zur Verfügung, wenn du etwas Übung brauchst. Ja, dann üben wir mal. Grabeslicht und Illusion. Illusion wäre für Siri nicht schlecht. Da ist Landry. Yes. Wen habe ich denn hier noch eingestellt? Velos. Schreiber und Wissenssucher. Wo ist denn Velos? Da habe ich mit dir noch nicht gesprochen. Der Weise untersucht deine Schriftrolle und nimmt jede Einzelheit seiner geschickten Arbeit unter die Lupe. Wusstest du, dass Feuer auf 7 verschiedene Arten geschrieben werden kann? Wasser nur auf 2? Er fährt fort, die Schriftrolle zu untersuchen und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er eine Antwort erwarten würde. Könnte es sein, dass in unserer Zeit Feuer mehr Bedeutung hat? Ein kurzer Moment der Stille folgt, bevor er erkennt, dass du tatsächlich etwas von ihm willst. Oh, tut mir leid, Schicksalsbinder, meine Gedanken gehen manchmal mit mir durch. Sicherlich brauchst du etwas von mir. Du erscheinst mir ziemlich versiert in der gemeinen Sprache. Hast du in der Wellungszitadelle studiert? Velos kneift die Augen zusammen, mustert dich, als wäre er auf der Suche nach einem versteckten Beweggrund. Er findet aber keinen. Du nennst sie immer noch bei ihrem alten Namen. Neuerdings wird sie von den meisten als die brennende Bibliothek bezeichnet. Oder der brennende Haufen Scheiße. Er sackt sichtlich zusammen. Ja, ich hatte viele Kollegen und Mentoren, die mir im Wissen über das geschriebene Wort und den vielen Formen so weit voraus waren, dass ich es im Leben nicht begreifen könnte. Sein Blick wandert an dir vorbei, besucht eine ferne Erinnerung. Wir haben mit dem Edikt so viele gute Schriftrollen verloren. Was hast du für mich gefertigt? Ich zeige es dir. Eine Schriftrolle. Was hast du zu sagen? Wie steht es um deine Forschung? Die Arbeit lässt nicht nach. Ich gebe dir Bescheid, sobald wir Ergebnisse haben. Ich möchte sehen, was du erforscht hast. Ja, die sind gerade beschäftigt mit Gegenständen erforschen. Und ich habe eigentlich schon genug Leute, um die Dolchpläne zu erforschen. Und Artefakte. Sigil-Schriftrolle erforschen. Zeit lang, Zeit kurz, Zeit lang, Zeit lang. Da würde ich sagen, als nächstes die Dolchpläne oder die Sigil. Das wären dann 16 und dann könnte ich die Artefakte nicht mehr. Ich würde sagen, erst die Sigil und dann die Artefakte. Ja. Gut. Right. Pläne scheinen nie wirklich aufgehen zu wollen, ne? Weil es ist wieder Zeit, einen Cut zu machen. Also speichere ich mal.
Das wäre jetzt LP025. Und dann sehen wir uns gleich wieder.